Ja, moin ihr Lieben, wir sind hier heute bei Alexander von der eSports WG VfL Bochum und wollen hier die WG heute ein bisschen smart machen. Das heißt Rollladensteuerung, Heizungssteuerung und auch noch ein bisschen Lichtsteuerung nachrüsten. Und ich denke, wir klingeln einfach mal bei ihm. Der Rein spaziert. Moin, moin Alex. Hi. Ja, hier sind wir jetzt in eurem Wohn-Esszimmer. Und sehen eine ganze Menge, ne? Was habt ihr alles vor? Bisschen Lichtsteuerung sicherlich, ne? Unbegrenzte Möglichkeiten. Ah, das tolle Programm wollt ihr, ne? Ja, nee, pass auf. Also was ich hier direkt sehe, ist, Licht können wir natürlich euch smart machen, gar keine Frage. Auch die Rollos, die sehe ich gerade, sind schon so ein bisschen runtergefahren. Können wir natürlich auch automatisieren, haben ein bisschen was dabei für euch. Und hier so ein ganz klassisches altes Wandthermostat. Das geht natürlich heute auch ein bisschen smarter. Genau. Hier ist das Wohnzimmer. Aber Holger, hier spielen wir eigentlich gar nicht, sondern hier wird nur moderiert, gestreamt und natürlich dauernd gekocht. Sehr gut. Und ich zeig dir jetzt am besten mal unseren Gaming-Raum, da wo es richtig zur Sache geht. Ja, da bin ich echt gespannt. Echt gespannt. Erste Mal in so einer E-Sports-WG, dann zeig mal. Genau, hier sind wir in unserem Gaming-Raum. Nimm gerne Platz. Sag mal, was du an der Konferenz kannst. Spektakulär. Jetzt weiß ich auch, warum die überall ausverkauft sind. Ja, Alex, ich bin ja nicht zum Zocken hergekommen. Ja, wir haben ja heute ein bisschen was zu tun. Dann lass uns mal weiter in die anderen Räume, was wir da noch umzurüsten haben. Für euch, beziehungsweise für dich sehr interessant, wahrscheinlich der Technikraum. Dort ist die Fußbodenheizung drin und wir können auch den Access Point dort anschließen. Klasse. Ja, Netzwerkanschluss ist drin. Ja. Wollen wir mal einen Blick riskieren? Machen wir. Ja, okay. Also, hier haben wir das Ganze. Ja. Eine Verteilung und eine Elektroverteilung und euren Fußbodenheizungsverteiler, den Heizkreisverteiler. Da müssen wir noch ein paar Produkte umrüsten. Zumindest muss ich an die Sicherungsautomaten ran, damit wir hier dann spannungsfrei auch arbeiten können. Ja, und da unten kommt dann unser Fußbodenheizungsaktor hin, damit die Fußbodenheizung auch ein bisschen smarter wird. Ja, alles klar. Gut, super. Elektroverteilung haben wir, Fußbodenheizungsverteiler haben wir. Dann lass uns wieder zurück ins Wohnzimmer gehen. Alles klar. Ja, Holger, wir haben eine sehr große E-Sports-WG und auch noch viele andere Räume, zum Beispiel ein Regieraum, mein Zimmer, das Badezimmer, der Flur und die würden wir auch noch gerne versmarten. Ich hoffe, du bist dabei. Ah, ja, ist eine ganze Menge, ne? Haben wir heute, glaube ich, den ganzen Tag mit zu tun. Nee, also lass uns gar nicht so viel Zeit verlieren. Ich würde sagen, ich hau die Sicherungsautomaten raus, damit wir die Unterputzgeräte gefahrlos installieren können, beziehungsweise ich, ne? Weil der Laie darf das natürlich nicht. Und du könntest eigentlich schon mal Fensterkontakte ankleben, wenn du magst. Ja, wir wollen ja auch überall Fensterkontakte mit ankleben, damit automatisch die Temperatur runterfährt, wenn ihr hier lüftet, ja, damit nicht so viel Energie verloren geht. Fensterkontakt hört sich gut an. Ja, das Erste, was wir jetzt erstmal machen, ist natürlich Stromkreise ausschalten, spannungsfrei schalten, immer ganz, ganz wichtig, damit wir gefahrlos arbeiten können. Holger! Was denn? E-Sports WG! Oh, du sollst Fensterkontakte ankleben! Ja, ich denke, der Alex, der ist jetzt erstmal ein bisschen beschäftigt mit den Fensterkontakten. Den sehen wir bestimmt erst in ein Stündchen wieder. In der Zwischenzeit rüste ich hier erstmal überall die Wandthermostate um. Wir haben hier noch ganz klassische Wandthermostate mit so einem Drehregler und die wollen wir so richtig schön versmarten hier mit unserem Homatic IP Wandthermostat. So, Wandthermostat haben wir schon mal abgebaut. Als nächstes ist der Lichtschalter an der Reihe. Ich habe gerade schon gesehen, das ist eine Wechselschaltung, macht die ganze Sache nochmal ein bisschen interessanter. Zwei Schaltstellen, einmal hier, einmal da vorne und trotzdem brauchen wir nur eine austauschen. Alex, was machen die Fensterkontakte? Ein Kinderspiel, mein Freund. Ja, soll ich mal gucken, komm. Ja, hast du auch genau richtig angebaut. Gegenüberliegend von der Scharnierseite ist immer wichtig. Und lass mal eben gucken, ob das vom Abstand passt. Mach mal die Tür zu. Ja, perfekt. Ne? Vom Platz her, ja, einen halben Zentimeter Abstand maximal zwischen Fensterkontakt und Türflügel. Ja, wenn du das so professionell gemacht hast, dann kannst du noch 10 weitere Male machen, oder?
So, jetzt haben wir den Alex erstmal wieder ein bisschen beschäftigt und wir können uns der Fußbodenheizung widmen. Ja, zwei Sachen habe ich mitgebracht heute für die Fußbodenheizung, nämlich einmal den motorischen Stellantrieb, ein paar Mal mehr, weil wir ein paar Heizkreise hier haben, und den Fußbodenheizungscontroller. Das beides arbeitet Hand in Hand. Die Stellantriebe, die werden gleich auf dem Heizkreisverteiler aufgesetzt, auf jeden einzelnen Heizkreis. Und der Fußbodenheizungscontroller steuert diese Antriebe dann zwischen 0% und 100% an, sodass ihr mal mehr oder mal weniger Warmwasserdurchfluss in der Fußbodenheizung habt. Habt ihr perfektes Wärmeerlebnis hier in dieser Kombination. So, Holger, ich bin fertig. Ja, in der Zwischenzeit habe ich dir hier auch schon die ganzen Rollladenaktoren umgebaut. Mhm. Können wir mal einen ganz schnellen Blick mal riskieren. Vorher hattest du da ja ganz normale Schalter, ne? Mit Wippe nach oben, Wippe nach unten. Jetzt hast du hier diesen Rollladenaktor zusammen mit deinem alten Rahmen und dieser Wippe, die nach oben und nach unten Pfeile hat. Und dann kannst du jetzt einmal natürlich vor Ort ganz normal bedienen, wie es vorher auch ging. Aber geht natürlich auch per App oder per Sprache. Ja? Und drüben habe ich dir einen Wandthermostat und auch die Schaltaktoren für die Lichter angebaut. Werfen wir mal einen Blick drauf, würde ich sagen. Ja, also hier hat sich, ich denke, am meisten getan, ne? Wie du siehst. Ja. Beim alten Wandthermostat konntest du ja nur eine Temperatur einstellen. Jetzt siehst du, glaube ich, schon direkt den ersten Unterschied. Genau. Ja. Man sieht jetzt die Temperatur, die wirklich da ist und nicht, wie ich sie am Ende haben möchte. Genau, die Ist-Temperatur sagen wir dazu, ne? Die Temperatur im Raum. Wir können auch noch die Luftfeuchtigkeit freischalten, wenn wir gleich in der App das Gerät anlernen. Zeige ich dir auch noch mal, wie das geht. Dann wechsel ja mal zwischen Ist-Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Und wenn du jetzt wirklich die Temperatur ändern möchtest im Raum, dann kannst du es hier direkt am Gerät machen oder aber auch genauso wie beim Rollladen später per App oder per Sprache. Ja, und hier ist dann quasi der Aktor für dein Licht, für dein Deckenlicht verbaut. Ist ähnlich wie da vorne. Ich zeige das gerne nochmal im Arm mal schnell. Das ist dieser besagte Aktor. Da kommt ein alter Rahmen drauf, eine Wippe dazu. Und dann können wir da schon wieder ganz normal Licht an, Licht ausmachen. Aber genauso natürlich wie beim Rollo, über Sprache oder per App. Sehr nice. Dann gehen wir jetzt am besten mal in die App, oder? Genau, angelernt habe ich dir die Geräte schon. Nimm mal dein Smartphone in die Hand und dann gucken wir uns das mal an. Ja, ich habe dir die Geräte ja schon angelernt. Im Wohnzimmer habe ich die jetzt hier eingebaut. Da kannst du mal schauen, direkt im Hauptbildschirm hast du jetzt quasi das Wohnzimmer, kannst du die Temperatur verändern. Kannst aber auch mal auf Licht zum Beispiel klicken. Ja, und dann schalt doch einfach mal hier dein Licht im Wohnzimmer und im Esszimmer ein und aus. Ja, sehen wir sofort. Kannst auch oben alle ein- und ausschalten, geht auch, falls du mal gesamt irgendwie alles aushaben willst. Ja, das können wir dann alles nach Bedarf programmieren. Beschattung, darunter findest du die ganzen Rollos, die wir verbaut haben. Kannst sie quasi per Fingerwisch auf deine Lieblingsposition fahren. Ja, das können wir dann alles nach Bedarf programmieren. Jetzt haben wir erstmal die Geräte verbaut, haben die Geräte angelernt. Du kannst sie schon mal bedienen aus der App. Und jetzt kommt die eigentliche Automatisierung, zu sagen, wann sollen bestimmte Dinge automatisch geschehen. Ja, jetzt hast du schon gesehen, Alex, wie du hier zum Beispiel manuell Lichter schalten kannst, Rollos fahren kannst über deine App. Ganz interessant ist aber natürlich auch, wenn du zum Beispiel mit Heizprofilen arbeitest, ne? Dass du in diesem Raum sagst, ich bin nicht den ganzen Tag hier, da kann für eine bestimmte Zeit auch die Heizung runtergefahren werden. Findest du da im Bereich mehr unter Heizprofile. Können wir mal schnell anschauen. Gehst ins Wohnzimmer rein und kannst jetzt quasi jeden einzelnen Wochentag anpassen. Du hast jetzt eine Basistemperatur von 15 Grad, das ist die Grundtemperatur. Wenn du jetzt sagst, morgens, wenn ich aufstehe, brauche ich hier ein bisschen mehr Wärme im Raum, passt du dir den Zeitraum einfach an, ne, sagst zum Beispiel 20 Grad, kannst du auch Start- und Endzeitpunkt noch verändern, oben auf fertig und dann passt das. Ja, und ich sehe auch, ich habe hier die Möglichkeit, diese ganzen Profile von einem Tag zu kopieren. Ja, das ist natürlich total blöd, wenn du da jetzt jeden Tag immer wieder dasselbe machen musst. Schiebst du einfach von rechts nach links rüber auf dem Profil, drückst auf Kopieren und kannst das Ganze dann auf alle Wochentage kopieren. Was wir vielleicht noch machen sollten, die Geräte sind ja alle ziemlich neu und deine App sagt ja auch gerade schon, Updates sind verfügbar. Klick da doch mal kurz drauf und dann siehst du, dass für ganz viele Geräte, die wir jetzt verbaut haben, Firmware-Updates zur Verfügung stehen und die würde ich dann natürlich auch noch eben installieren. Ja, Alex, dann haben wir es, glaube ich, ne? Heizung umgerüstet, Licht umgerüstet, Rollos umgerüstet, Fensterkontakte verbaut, war ein langer Tag. Ja, ich bin auch echt fertig. Nein, Spaß. Danke dir, war sehr einfach und ja, ich bedanke mich bei euch, dass ihr unsere eSports WG versmartet habt.